Schön, dass Sie eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Otto zieht um oder Otto ist schon umgezogen. Wir haben ein großartiges Jubiläum dieses Jahr, 100 Jahre Bauhaus. Und natürlich Magdeburg ist auch eine Bauhausstadt. In den 20er Jahren ist ganz, ganz viel gebaut worden hier in Magdeburg und in der Beimsiedlung ist als Referenzstandort hier in Magdeburg, sind wir heute in der Beimstraße. Und ich freue mich, dass ich zwei fachkundige Damen hier eingeladen habe. Einmal Frau Wilenius, die ist Geschäftsstellenleiterin der Wobau hier in der Beimsiedlung, und Carmen Liebegal, bekannt aus Funk und Fernsehen und Medien, jetzt als Tourenspezialisten für das Bauhausjubiläum. Kann man so sagen? Darf man so sagen? Kann man so sagen, ja. Das ist ja schon seit längeren Jahren. Ich habe ja schon vor 4, 5 Jahren angefangen. Und Architekturen durch die Siedlungen in Magdeburg, durch alles das, was Tolles an Magdeburg zum Bauhaus ist. Darauf kommen wir nochmal. Aber mich interessiert, in den 20er Jahren ist hier ganz viel gebaut worden und hat genauso wie heute ausgesehen. Wie schafft man das, die Sachen so zu konservieren, so wieder zu sanieren, dass die genauso aussehen? Auch in dieser Wohnung, in dieser Gästewohnung, können wir Bauhaus pur erleben. Wie haben Sie das geschafft? Ja, das kann man insofern ganz toll entwickeln, weil die Attraktivität dieser Wohnungen und dieser Grundrisse von der damaligen Zeit bis heute eigentlich nichts verloren hat. Es ist zur damaligen Zeit mit so viel Weitblick konzipiert worden, dass man auch heute noch ganz moderne Wohnstandards erfüllen kann. Man muss natürlich im Inneren der Wohnungen heute einiges nachsanieren, was es zur damaligen Zeit nicht gab. Und man wird auch nach heutigen Bedürfnissen auf jeden Fall Verbesserungen vornehmen, Grundrisse etwas anpassen, Bäder ganz anders sanieren. Aber vom Grundsatz her ist es eine sehr durchdachte Konzeption gewesen, die auch bis heute Bestand hat und heute auch noch gut nachgefragt ist und den Bedürfnissen der heutigen Menschen gerecht wird. Also wenn man hier in dieser Wohnung ist, ist ganz modern, ganz interessant gestaltet, aber hat doch noch so einen Touch von der 20er Jahre. Auch das Mobiliar und auch die Küchenutensilien habe ich gerade gesehen. Es gibt keine Kaffeemaschine in dem Sinne, sondern es gibt einen Kessel, einen Wasserkessel, und man muss sich seinen Kaffee dann richtig wie damals eben dann drücken. Sonst würde er auch nicht funktionieren. Warum haben Sie so viel Liebe zum Detail in diese Wohnung investiert? Weil das ist eine Gästewohnung, kann man sich auch hier übers Wochenende oder über eine Woche hier als Tourist hier anmieten und dann diese Zeiten nochmal erleben. Genau, das ist genau dieses Ziel, was Sie gerade beschrieben haben, alles das, was bauzeitlich wirklich auch nochmal erhaltenswert ist, zu zeigen. Heute sanieren wir in großen Schritten, um einfach auch heutige Standards zu erfüllen, die jetzt nicht mehr den damaligen entsprechen. Aber damals war es halt so, dass nicht in jeder Wohnung, also oder überhaupt, es gab gar keine elektrischen Küchengeräte, es gab keinen Geschirrspülautomaten, es gab keine Kaffeemaschine, es gab keinen Toaster. Und auch keine Dusche, oder? Es gab auch keine Dusche, wobei die Bäder in dieser Siedlung, zumindest in den größeren Wohnungen, schon sehr modern mit Bädern ausgestattet waren. Mhm. Aber damit das nicht in Vergessenheit gerät und man auch nachfolgenden Generationen noch zeigen kann, wie man damals lebte in diesen Wohnungen, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, eine bzw. zwei Wohnungen möglichst im ursprünglichen Zustand zu erhalten bzw. wiederherzustellen, damit man das auch als Besucher, Tourist oder Gast eines Anwohners hier durchaus noch mal erleben kann. Wie ist die Nachfrage? Wie ist die Resonanz? Was sagen die Leute, die hier mal übernachtet haben und sagen, oh, das ist genauso wie meine Omas Zeiten? Oder sagen sie sowas? Ich weiß, das ist genauso die Reaktion. Ja, also der Ohrensessel, der in der Ecke steht zum gemütlichen Zeitung lesen, oder der Wecker, der halt noch tickt und kein Funkwecker ist, oder auch einfach mal morgens gemütlich den Kaffee mit dem Teekessel und dem Filter aufzubrühen und nicht nur auf den Knopf zu drücken. Also das ist dann doch ein Beitrag dazu, zu erleben, wie es früher war, vielleicht auch mal so in unserer hektischen Zeit ein wenig zu entschleunigen, zu sagen, früher ging doch alles mit ein bisschen mehr Bedacht. Man brauchte für viele Dinge einfach auch mehr Zeit im Haushalt und so im Alltag.
Und das genießen viele auch. Es gab auch kein Fernsehen und Radio. Und nein, das gab es alles nicht. Aber doch, bei Ihnen gibt es WLAN, wie ich gesehen habe. Also, ja. Also ein bisschen modern sind Sie schon. Ein bisschen Komfort haben wir natürlich in unserer Gästewohnung doch Einzug halten lassen. Natürlich. Also wir haben auch im Schrank einen Fernseher versteckt. Wenn man etwas länger bleibt übers Wochenende, kann man doch auch mal gemütlich die Füße hochlegen und Fernseh schauen. Und WLAN gehört halt einfach dazu. Auch das kann man nutzen. Aber so ein paar Kleinigkeiten haben wir doch angelehnt an die damalige Zeit. Und das wird schon ganz gerne in Anspruch genommen. Und wir kriegen durchweg positive Resonanz. Denn das gibt es, glaube ich, so häufig nicht mehr. Also wir freuen uns, dass wir hier Gast sein dürfen in dieser Wohnung. Dein Sohn? Der war Weihnachten hier. Den habe ich natürlich hier einquartiert, wo wir nicht so weit weg wohnen. Habe ich aber gedacht, gerade für so junge Leute ist das was Besonderes. Also den kann man ja nicht mehr weil sagen. Weil die sowas nicht mehr kennen. Weil die so etwas nicht mehr kennen. Vor allen Dingen kennen sie die Farbe nicht. Also mein Kind und seine Freundin waren eben halt begeistert, unabhängig, dass das Bett gut war, dass die Farbe eben da ist. Dass so viel Farbe in solch einer Wohnung ist, sie fanden sie dann doch sehr groß, bis ich ihr dann erklärt habe, dass ja wohl doch ein paar mehr Menschen damals in so einer kleinen Wohnung gewohnt haben und dass das nicht so viel Komfort war. Aber sie sind dann begeistert, weil sie auch die Ruhe genießen hier. Es sind ja trotzdem eine Menge Menschen, die hier wohnen. Mhm. Bei über 2000 Wohnungen. Es war ruhig, entspannt und es war alles gut. Also die waren begeistert und sagen das auch weiter. Also wie viele Leute wohnen jetzt hier in diese Viertel? Also ist das die Balmsiedlung? Ne? Balmsiedlung hat etwas über 2000 Wohnungen, die fast ausschließlich durch die Wohnungsbaugesellschaft bewirtschaftet werden. Mhm. Vom Ursprung her war ein viel größerer Bestand geplant, der aber leider dann nicht gebaut wurde. Also bis zu 5000 Wohnungen waren geplant. Da Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Industrialisierung doch die Stadt aus allen Nähten platzte. Also es sind sehr viele Menschen aus ländlichen Bereichen in die Stadt gezogen, um Arbeit zu suchen und entsprechend hat sich die Bevölkerungszahl entwickelt und insofern sind an den Stadträndern neue Gebiete entstanden, die auch ganz neue Standards erfüllten. Dazu trug natürlich bei, dass durch den sozialdemokratischen Oberbürgermeister ganz neue auch wohnungspolitische Einflüsse dann Gehör gefunden haben und dass man dann auch bezahlbaren, gesunden Wohnraum schaffte und nicht mehr in engen Hinter- und Seitenhöfen, so wie man es zu der Zeit kannte. Da wurde eben viel Fläche auf wenig Raum geschaffen vom Ursprung her und die neuen Wohngebiete, die entstanden sind, die sollten eben gesunde Wohnbedürfnisse doch erfüllen und sollten den Menschen Möglichkeit geben, neben der Arbeit, ja nicht wie heute 7-8 Stunden, sondern durchaus viel mehr. 14 Stunden war üblich. 14 Stunden war üblich, bis zu 16 Stunden. Das kennt man aus der Geschichte. Da war es wichtig, dass gesunde Wohnverhältnisse auch dazu beitrugen, dass die Leute sich in ihrer wenigen Freizeit erholen konnten. Mhm. Ja, und dieses Konzept hat sich bis heute bewahrt, denn innerhalb der Stadt viel Grün zu haben im direkten Wohnumfeld ist auch heute noch so ein gewisser Luxus. Man sieht auch, die Innenhöfe sind total begrünt. Man hat auch so eine kleine Gartenoase, wo man auch seine Freizeit verbringen kann. Was sagen die Mieter, die hier leben? Wollen sie ausziehen? Ich weiß, dass die Wohnungen ganz nachgefragt sind und sie haben eigentlich keine Wohnung anzubieten, oder? Ja, also wir sind überrascht und erfreut, dass wir wieder sehr viel Zuzug jüngerer Mieter haben. Man muss vielleicht noch mal vorstellen, früher haben hier in dieser Wohnung, wo ihr zu zweit wunderbar wohnen kann, haben auch 4, 5, 6 Leute gewohnt. Ja. Und das war auch Usus, wie du sagtest, Carmen. Ja. Aber wie ist es heute? Das ist ein ganz normaler Schnitt gewesen damals. Heute ist es natürlich anders. Ja. Heute möchte ein 4-Personen-Haushalt in der Regel auch in einer 4-Zimmer-Wohnung wohnen. Und das ist auch der Grund, warum hier in großen Schritten saniert wird. Denn der Bestand dieser Wohnungen ist zu 80% mit Dreiraumwohnungen mal gestaltet worden, mit einem Schnitt von 60 bis 65 Quadratmetern. Das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, weil heute natürlich auch andere Familienverhältnisse in der Regel üblich sind. Großfamilien mehr oder wenig? Wenig Großfamilien, aber die Familien, die heute wohnen, haben andere Platz.
Bedarfe. Ja, und wenn man möchte, dass Menschen auch in einem solch schönen sanierten Altbau wohnen, dann muss man diesen Ansprüchen natürlich gerecht werden. Es ist ein Spagat zwischen den Ansprüchen des Denkmalschutzes und den Bedürfnissen der neuen Mieter, die man ansprechen möchte, die Waage zu finden. Aber es gelingt sehr gut, das sehen wir an der Nachfrage, denn bei allen sanierten Wohnungen können wir sagen, dass die schon vom Grundriss, von der Zeichnung mit Baubeginn auch schon nachgefragt und vermietet werden. Das Bauhausjubiläum, 100 Jahre Bauhaus, was bedeutet das für Sie, auch für Sie als Wohnungsgesellschaft? Ist das wichtig? Ist das ein Jubiläum, was man an sich vorbeigehen lassen muss oder kann man auch würdigen? Ich weiß, dass Sie auch einige Sachen geplant haben. Was ist? Also auf jeden Fall sind wir sehr stolz darauf. Oder ist auch ein Teil der Identität der Gesellschaft, kann man auch so sagen? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wir betreuen, bewirtschaften und sanieren ja ein architektonisches Erbe, das wir als Unternehmen auch angetreten haben. Und es ist ganz wichtig, den Menschen zu zeigen, was wir hier als größtes Flächendenkmal auch zu bieten haben. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir als ein Ort der Grand Tour teilnehmen dürfen und uns präsentieren dürfen mit diesem Flächendenkmal, welches ja nicht nur aus dem Wohnungsbestand besteht, sondern auch aus dem ganzen grünen Zug, den Innenhöfen, also dieser Gesamtstruktur, dieses ganzen Karrees, dieser ganzen Siedlung. Man sagt auch, dass ganz viele Touristen für das Bauhausjubiläum nach Sachsen-Anhalt kommen werden, auch nach Magdeburg. Du bist jetzt die Reisespezialistin. Du bietest auch Fahrradtouren seit mehreren Jahren durch die gesamte Stadt, durch die gesamte Stadt und auch in diese Siedlung. Es gibt auch nochmal die Musterwohnung, wo man dort auch Lesungen oder kleine Konzerte veranstalten kann. Wie siehst du das? Wie viel Potenzial steckt da drin? Wie viele Leute werden es kommen, nach Magdeburg sich das anzuschauen? Also ich denke, werden viele sein, also viel mehr als wir denken, weil das Interesse in der Verbindung mit dem anderen sehr gut ist. Also meine Fahrradarchitekturen heißt zwar das bunte Magdeburg, weil die Otto-Richter-Straße hier kurz um die Ecke ist und wir sehr viele Siedlungen haben, aber sie sehen ja den Gesamteindruck von Magdeburg. Wie grün ist Magdeburg, dass die Elbe dazwischen ist, dass die Menschen fröhlich sind. Also das ist ja ein ganz wichtiger Teil für die Gäste, die aus In- und Ausland kommen. Und dann ist es natürlich immer ganz spannend, dass man nicht nur rumradelt um eine Siedlung, also wir sind ja auch in der Siedlung Krakau oder in der Angersiedlung zum Teil auch, sondern dass man hier reingehen kann, dass man in diese Musterwohnung reingehen kann. Das ist die einzige, wo man so als normale Bürger auch gehen kann, wie ein kleines Museum, ist es vielleicht so viel gesagt, ist fürs Museum, aber doch begehbar. Genau. In der Siedlung Reform gibt es ja auch eine kleine Einheit, wo man reingehen kann, aber da ist das nicht so offen, dass ich da anhalten kann, reingehen kann wie hier, dass die Leute diese Farbe sehen, auch diese Größe der Wohnung erkennen. Von außen sieht das ja alles bombastisch aus. Mhm. Ja? Wir kommen dann von der Otto-Richter-Straße rüber durch den Tunnel und dann auf einmal stehen wir vor dieser Riesensiedlung. Ja? Also, und dann geht man hier rein, hat die Farbe und hat auch diese guten Sanierungsbereiche. Man hat eine kleine Ausstellung, auch was da in den letzten Jahren geleistet worden ist. Es ist alles wissenschaftlich untersucht, das ist wirklich die Original. Farben sind. Also die Menschen haben was Handhabbares. Sie sehen etwas und sehen auch die Entwicklung, die wir ja ihnen auch erzählen können. Da bin ich ja der Wober sehr, sehr dankbar, dass es dann auch weitergeht, dass jetzt die Leuchten wieder gemacht werden, die kaputt gegangen sind, dass die Bänke Step by Step kommen, die einfach zur Siedlung dazugehören. Ja? Und wenn man dann noch den Gästen erzählt, dass man von einer Allee, von der Birkenallee dort bei gutem Wetter und minus 20 Grad die Domspitze sehen kann. Ob man das glaubt oder nicht, es ist wahr. Ob man es glaubt oder nicht, wenn es ist wahr. Wenn man ganz oben geht. Ja. Wenn man aus dem Bus aussteigt und es ist wirklich kein Laub da, deswegen sage ich immer bei minus 20 Grad. Also man muss schon schauen, ein Giebel ist schon minus 20 Grad erleben wir zurzeit nicht mehr. Nee, also. letzter Winter war sehr warm. Genau, das ist nur so der Gag so dazu. Aber dann verstehen die das ganze Ensemble, dass da jetzt später dieser Beims Kindergarten
dazugekommen ist, ja jetzt nicht zur Bauzeit gehört oder so, dass diese Verbundenheit auch jetzt da ist von den Eltern mit den Kindern und den Erzieherinnen da, das ist schon ein kleines Dorf, ein sehr schönes gemeinschaftliches Dorf, das finde ich so spannend in der Stadt. Obwohl die City ist gleich um die Ecke, ja so 10 Minuten entfernt. Und alles da, Straßenbahn ist vor der Tür und man kann schnell reinfahren, hier gibt es auch viele Ärzte und das ist schon toll. Und das schätzen die Gäste auch. Also diese Siedlungen sind vergleichbar mit denen in Hamburg und in Frankfurt und das und in Berlin. Und das, sage ich, machen wir noch viel zu wenig. Da müssen wir noch viel mehr strahlen und sagen, wir haben hier 6 so eine tollen Siedlungen. Eine ist anders, jede ist anders, jede ist zu besichtigen, jede ist irgendwie schön. Und das dann noch mit dem Fahrrad zu machen, ist einfach schön, hier so Schlangen zu fahren durch die einzelnen Bördedörfer, weil die Straßen hier alle diese Bördedörfer haben. Das ist schon toll. Man kann tolle Geschichten erzählen, die wir im Laufe der Jahre jetzt der Zusammenarbeit dann auch haben. Also das ist schon toll. Ich habe hier so eine Postkarte bekommen, hat mir jemand heute zugesteckt. Ganz zufällig, wirklich. Ganz zufällig, jetzt. Ja. Wusste nicht, dass wir die Sendung heute produzieren und hat mir das gegeben. Ach so. Und habe ich auch. Oh, das passt ja wunderbar, weil ich gerade mit Carmen Niebergall eine Sendung heute mache in Ottos Wohnzimmer. Ja. Sie besucht Otto und Otto freut sich natürlich, dass so viel hier zu sehen ist, aber du machst am 4. April, ich weiß es jetzt nicht, wann wir ausgestrahlt werden, vielleicht bis zum 4. April, machen wir da ein bisschen Werbung doch. Ja, das wäre gut. Eine Lesung in der Musterwohnung hier um die Ecke. Und was ich gesehen habe auf einem Bild bei Facebook, du hast dich auch verkleidet, genauso wie in den 20er Jahren. Es gibt auch Musik wie in den 20er Jahren und du wirst was vorlesen. Was wird das sein? Also die Lesung heißt ja die Genussfreude der Bauhäusler, weil wir können ja so viel erzählen über alles, was damit zusammenhängt, aber die Genussfreude ist auch spannend, denn durch das Gesellschaftsleben haben die ja Genussfreude gehabt. Ob es jetzt beim Essen war oder in der Freizeitgestaltung oder beim Feste feiern. Und natürlich ist auch das zwischenmenschliche Leben dort ziemlich eng gewesen, man war 24 Stunden am Tag zusammen am Bauhaus. Und da gibt es Texte von Beate Hagen, die hatte sie vor 1,5 Jahren geschrieben und wusste dann so nicht so richtig, was soll sie jetzt damit machen, ist auch nicht angenommen worden. Gut, das ist schon 2 Jahre wieder her, da war das noch nicht so mit ihm ran. Und dann hat sie mir die Texte geschickt, weil wir auch in anderen Bereichen zusammenarbeiten. Ich sage, Mensch, das wäre so schön, wenn man diese Texte lesen würde. Und dann habe ich die ein bisschen ausgeschmückt und wenn man sich ausschmückt, muss man sich anschmücken. Und deswegen ist entstanden, dass ich mich natürlich auch dementsprechend anziehe und den Menschen auch diese Musik vermittle, die damit in Zusammenhang ist. Das wissen die wenigen, dass es Bühnenbau und Musik war. Mhm. Also neben der Bauhausband natürlich. Und dann haben wir das im frühen Jahr, ne? Premiere war im Vorjahr zum Tag des offenen Denkmals. Weil wir immer unter dem Gesichtspunkt Tag des offenen Denkmals den Menschen immer was Neues zeigen müssen, was ja auch eine Menge Kreativität braucht. Und da habe ich gesagt, lass uns das mal probieren, wie die Menschen reagieren auf sowas. Und die waren sehr angetan. Und da das jetzt am 1.4. hier losgeht, dass dann die Musterwohnung auch regelmäßig donnerstags auf ist, haben wir seit den ersten Aufschlag mal. Nochmal ganz langsam. Also jeden Donnerstag ist die Musterwohnung offen. Genau. Habe ich so richtig verstanden? Genau. Ja, wir müssen natürlich bekannt machen und auch die Zuschauer, die uns dann sehen und zuhören, sollen auch wissen, also jeden Donnerstag ab dem 1. April. Genau. Wir haben uns gerade. Kein Aprilscherz. Das ist kein Aprilscherz. Also der 1. April ist ja kein Donnerstag. Insofern wird am 4. April unsere Wohnung regelmäßig geöffnet sein. Im Moment ist es so, dass man sie nach Voranmeldung besichtigen kann mit Frau Niebergall, mit Magdeburg Tourist oder auch die Orania, die Volkshochschule. Viele Partner machen Veranstaltungen und nutzen die Möglichkeit, in unsere Wohnung zu gehen und zu besichtigen oder kleine Veranstaltungen dort durchzuführen. Aber im Jubiläumsjahr werden wir regelmäßig in der Hauptreisezeit auch von April bis September jeden Donnerstag die Wohnung öffnen von 13 bis 17 Uhr. Oh ja. Dort wird auch dann ein fachkundiger Magdeburger Gästeführer zur Verfügung stehen, wenn Gäste kommen, der dazu auch Auskunft geben kann. Und wir werden natürlich im eigenen Namen und mit Partnern zusammen eine Festveranstaltung in diesem Jahr auch durchführen zum Thema 20er Jahre mit Musik, mit Mode, mit Kunst. Und das wird dann am 11. Mai sein. Da die Einladungen, die Samstag, 11. Mai. Genau, werden in Kürze verschickt. Ja,
Und abschließend werden wir die Hauptveranstaltungen wieder mit dem Tag des offenen Denkmals, an dem wir uns jetzt traditionell schon seit Jahren beteiligen und natürlich immer versuchen, neue Veranstaltungsbeiträge auch einzubauen, damit es nicht langweilig wird für unsere Besucher. Und die Besucherzahlen sprechen eigentlich dafür, dass es sehr gut angenommen wird und dass wir immer wieder auch neue Besucher begeistern können, uns hier in der Siedlung dann auch zu besuchen. Was schätzen Sie, wie viele Besucher werden es kommen? Wenn Sie jetzt die ganze Zeit zusammennehmen, also das ganze Jahr, kann man das beziffern? Wir haben ja keine Erfahrungswerte, das ist wirklich schwer zu sagen. Also am Tag des offenen Denkmals verzeichnen wir schon so um die 300 Besucher. Oh ja, das ist viel. Ja, das ist also richtig. Das halte ich auch für den Zeitraum, an dem wir es machen, in der Zeit von 10 so bis 17 Uhr. Das ist also ein überschaubarer Zeitraum. Kostet Eintritt? Nein, an diesem Tag kostet es keinen Eintritt, auch zur Festveranstaltung nicht. Auch in die normale Öffnungszeit werden wir keine Eintrittsgelder erheben. Also Donnerstag ist immer kostenfrei? Ist immer kostenfrei. Also Sie hören, meine Damen und Herren, Donnerstag, wenn Sie nichts zu tun haben oder wenn Sie Kunst und Architektur interessiert sind, dann gibt es hier in der Beimstraße Nummer? Beimsplatz Nummer 5. Beimsplatz Nummer 5 gibt es eine Musterwohnung, die Sie immer am Donnerstag zwischen 13 und 17 Uhr besichtigen können und auch ganz, ganz viel erfahren können über die Bauhaus-Architekturstil, über die Leute, die hier gelebt haben oder geplant haben und natürlich auch was Aktuelles und natürlich auch Kunst, Literatur, Musik ja. Mit Carmen Niebergall. Carmen Niebergall, wie kommt man an so eine Idee, so Touren eigentlich von zu Hause aus hast du was ganz anderes gemacht. Und ja. Ich weiß, dass du auch in der Wendezeit eine wichtige Rolle gespielt hast. Auch ich weiß, dass du stolz bist, die deutsche Einheit beschlossen zu haben. Darf man so sagen? Ja. Gerade jetzt 30 Jahre danach. Ja. Stolz und glücklich. Wie war das? Was war da los eigentlich? Was hast du gemacht? Vielleicht wissen noch nicht alle. Ja, es war ja so diese Zeit gewesen, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind, unzufrieden waren. Und da habe ich mich in Genthin damals noch sehr engagiert. Und als ich dann gefragt worden bin von meiner Partei, ob ich in die Volkskammer will, habe ich gesagt, will ich ja, weil ich will die deutsche Einheit beschließen. Also das war schon immer so ein Traum. Man hat ja Träume, die man nicht ausspricht, die hat man immer so im Bauch. Und das war so einer von dabei. Und deswegen habe ich sofort ja geschrieben. Als es darum ging, ja, in die Volkskammer, vielen war es zu unsicher. Ich sage, mir war das alles egal. Die Perspektive war da, also, es war jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Und deswegen habe ich gesagt, ja, da will ich hin und das habe ich dann auch gemacht und es ist einer der glücklichsten Momente, weil es historisch so bedeutsam war, das ist immer noch Nachhalt, gerade wenn jetzt solche Feiertage, also es halt jedes Jahr natürlich nach der 18. März 1990, das ist ja jetzt der Volkskammerwahltermin gewesen. Und dann eben halt diesen Beschluss und dann eben halt noch danach mitzugestalten. Und das zieht sich dann wie so ein roter Faden hin. Wir sind jetzt seit 18 Jahren hier, ich komme aus Genthin, wohnen hier. Und da muss man etwas für seine Stadt tun. Ich mag Magdeburg sehr, also weil es hat so zu viel zu bieten und wir sind manchmal so, das war alles gar nicht so schön empfinden und wir sagen es nicht. Und da ist dann diese Gründung von Tourenreich entstanden, Architektur- und Kunstreisen, war gewesen, das zu zeigen, was sich nach der Wende verändert hat. Also das war so das Hauptanliegen gewesen. Sicher das Alte mit reinstopfen, aber hauptsächlich das Neue. Und ich bin jetzt 15 Jahre am Ball, also habe gerade die Hälfte schon vor 15 Jahren, also war eine Menge zu sehen, zu zeigen in Sachsen-Anhalt. Und das ist schön. Aber Schwerpunkt ist schon Magdeburg. Schwerpunkt ist auch Magdeburg, ja. Aber weißt du, dass du in Dessau auch unterwegs bist, in Halberstadt unterwegs bist? In Halle. So wie die Gäste das wollen. Ich habe ja auch Themenschwerpunkte. Ja. Also es sind ja dann auch die Frauen mit dazu, die Frauenorte mit dazu. Mhm. Und so dass der Schwerpunkt natürlich Magdeburg ist. Und das mit den Fahrradfahren kam dazu, weil ich ja eine Nische bin. Und da habe ich gesagt, Fahrrad fahren eigentlich ganz viele und ich selber fahre auch gerne Fahrrad. Und habe gedacht, Mensch, das könntest du eigentlich irgendwie mal versuchen einzubauen. Und dann lange, lange Gespräche geführt, diese zwei Touren geplant, die Partner dazu gesucht. Das ist ja nicht so selbstverständlich, wenn ich hier aufschlage bei der Wobau, dass Kerstin Belenius sagt, na klar, machen wir. Aber sie war sofort begeistert von der Sache und hat gesagt, na klar, machen wir unsere Wohnung auf. Ist auch selber schon mitgeradelt, das war die andere Seite. Also, sodass ich mir dann
Partner gesucht habe und die auch gefunden habe. Und deswegen, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und das wird gut angenommen. Vor allen Dingen ist aber auch die Touristinformation, die da sehr unterstützt. Und deswegen gibt es jetzt seit 2 Jahren das auch in Halle. Also da das wollen wir gar nicht hören. Ja, aber das gehört mit zu meinem Bereich mit ja, dazu. Ja, wir konzentrieren uns jetzt nur auf Magdeburg, bitte. Ja. Und dann sind es eben halt Architekturspaziergänge, wo vieles in Verbindung gebracht wird, wie Reformationen. Also jetzt 500 Jahre Reformation 500, ja. War auf der Hänger gewesen, aber ja. Reformation bedeutet ja Veränderungen. Genau. Und so viele Häuser haben in ihren Jahrhunderten so viele Veränderungen so erlebt. Und auch das Haus hier, auch wenn sicher. 100 Jahre alt Reformation. Ist. Ja, also das hat auch was damit zu tun. Du hast eine Facebook-Gruppe eingerichtet, ja. Was sehr viel Resonanz hat. Ja. Und die heißt Verantwortung für die Kulturhauptstadt. Verantwortung für Magdeburg als Kulturhauptstadt, ja. Genau. Das ist einfach ganz simpel. Weil wie viele Mitglieder sind jetzt hier? Oder 1200 habe ich gesehen. 1300 jetzt, wir mal drauf. Also das ist schon bombastisch, wenn man sieht in dieser kurzen Zeit. Weil es simpel ist. Ja. Und das Simple ist einfach, dass die Menschen bekunden sollen, dass sie die Kulturhauptstadtbewerbung Magdeburgs unterstützen. Mehr nicht. Die Brücke dazu wollte ich schlagen, jetzt mit der Bauhaus-Jubiläum Kulturhauptstadt. Ja. Ist das ein möglicher Baustein für die Kulturhauptstadt? Also Architektur und Stadtentwicklung mit auf jeden Fall. Ja. Und Verantwortung ist ja so sozusagen der Leitgedanke. Mhm. Wie das nachher ausgeschmückt wird, das wissen wir ja noch nicht. Aber Verantwortung und Architektur ist nicht voneinander zu trennen. Kultur, Architektur, Verantwortung ist nicht miteinander. Ich könnte das jetzt weitermachen. Verantwortung der Menschen gegenüber ihrer Vergangenheit, ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft. Mhm. Ich sage jetzt bewusst nicht der Architekten, sondern der Menschen. Menschen, egal wo sie leben, egal was sie tun, ja, ist es doch eine Verantwortung für das, wo ich bin. Das ist ganz einfach. So ist das. Was bedeutet für Sie die Bewerbung zur Kulturhauptstadt? Sie persönlich? Ja, das ist eine Chance für unsere Stadt, zu zeigen, was man hat, ja, in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht. Also insofern ist es wichtig, solche Partner zu haben, die auch aktiv werden und Menschen ansprechen, die jetzt also nicht nur in Institutionen organisiert sind, sondern auch alle Menschen, die sich mit diesem Ziel durchaus identifizieren können und einen Weg finden, sich da einzubringen. Das kann ganz vielfältig sein. Ja? Mhm. Also. Ja, ja. Was passiert noch hier in diesem Viertel? Was wird demnächst noch hier zu sehen sein? Gibt es noch weitere Sanierungen, wie viel ich weiß? Es gibt auch viele Wohnungen, die noch nicht so picobello sind wie das hier. Und ich glaube, Sie haben auch eine Zwischenlösung für andere, die umziehen müssen, so lange. Da haben Sie auch schöne Wohnungen, so temporär. Und die Leute bleiben trotzdem hier Ihnen treu und Sie wollen auch nicht woanders gehen. Genau. Also das ist, müssen wir immer wieder erfreulicherweise feststellen, es gibt eine sehr starke Quartiersverbundenheit der Bewohner, die zum Teil hier 40 oder 50 Jahre oder länger wohnen. Das wollte ich fragen, gibt es jemanden, der ganz lange hier wohnt? Ja, gibt es. Mhm. Ja. Wie lange? Also es gibt einen Mieter, Namen dürfen wir nicht sagen, ich weiß ja auch nicht, ob es ihm recht wäre, nein. Der aber in der Wohnung seiner Eltern wohnt, da aufgewachsen ist und dieser Mietvertrag stammt aus dem Jahr 1934. Wahnsinn. Ja, also das gibt es durchaus noch, aber wir merken es. Durchgehend 1934 ja, bis heute. Genau, in der Familie. Die Eltern sind weitergegeben. Genau, weitergegeben. Auch, ja, auch schon fantastisch. Genau, und es gibt auch viele Mieter, die auf uns zukommen, gerade bei solchen Veranstaltungen wie Jubiläen oder Festveranstaltungen, die sagen, ich wohne schon ganz lange in der Siedlung, aber ich bin mal aus der Offleberstraße in die Walbeckerstraße gezogen, heute wohne ich in der Seehäuser, aber die sind diesem Viertel so verbunden, die fühlen sich so heimisch, dass sie auch in der Situation, wenn wir sagen, gut, wir möchten sanieren, wir möchten zügig sanieren, mit möglichst wenig Beeinträchtigungen für die Bewohner und wollen es erst deshalb im Leerstand machen und wollen ein Haus leer ziehen. Dass wir dann für sie Alternativen suchen. Es gibt natürlich ältere Bewohner, die sagen, zweimal ein Umzug, das möchte ich mir nicht zumuten. Mhm. Für die sucht man eine Alternative in der Siedlung, wo sie sagen, ich ziehe einmal um, mache es mir schön und fühle mich dort auch wohl. Es gibt aber auch durchaus auch ältere Bewohner, die sagen, ich möchte zurück in meine Wohnung, auch wenn sich einiges verändert. Aber ich bin die ja so verwurzelt.
mitzugestalten. Genau, die haben zum Teil auch die Möglichkeit mitzugestalten und natürlich sich auch den Anspruch auf den Rückzug zu sichern. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Und die bringen sich ein mit wahnsinnigen Geschichten. Als Kerstin Wilenius mir das erzählt hat, habe ich eine Dame mal aufgesucht. Dann ist es 3 Stunden geworden, die alles erzählt hat, was sie so erlebt hat in dieser Wohnung mit diesen ganzen Einkaufen. Das war ja alles ganz anders gewesen. Es war alles um die Ecke. Man hat innerhalb von einer halben Stunde alles einkaufen können. Und dieses Spielen der Kinder draußen, keine Angst zu haben, wenn die Kinder in dem Hof spielen gehen, braucht man nicht aufzupassen, dass die umgefahren werden oder so. Und diese wäschebehangenden Leinen, dort. Also es ist alles fantastisch, was diese Menschen da so mit einbringen können und dass sie halt vor allen Dingen kommen immer noch. Ne? Also, das ist schön. Also schön zu sehen ist es auch in der historischen Musterwohnung. Dort haben wir einige Ausstellungstafeln, und die auch zum Leben in der Siedlung Geschichten erzählen. Das sind teilweise Bilder aus privaten Sammlungen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, ja, wo man einfach sieht, die große Wäsche im Hof, die Kinder sitzen in der Zinkwanne daneben, während die Mutti die Wäsche aufhängt, oder auch die Kindergärtnerin, die es zu der Zeit schon gab, die die Kinder morgens zu Hause abgeholt hat und nachmittags wieder nach Hause brachte. Also so Bilder aus dem täglichen Leben, die auch interessant sind, das konnten wir alles so ein bisschen einfangen und auf den Ausstellungstafeln auch für die nachfolgenden Generationen erhalten. Und wir stellen auch fest, wir haben ja einen Patenkindergarten hier in der Siedlung, die ganz interessiert sind, die uns letztens besucht haben, schon mit 2 Gruppen, die dann ganz mit großen Augen vor diesen alten Fotos stehen. Sie können sich nicht vorstellen, dass können sich das gar nicht vorstellen, wie das so war. Ja, da steht ein altes Grammophon und eine alte Nähmaschine und der alte Kohleofen, wo gekocht und gebacken wurde. Das ist einfach so, einfach das auch mal hautnah zu sehen, das ist für Kinder natürlich ein enormes Erlebnis. Und das ist es auch wert, das zu erhalten. Denn das geht mit der Zeit verloren, nachfolgende Generationen haben diesen Bezug nicht mehr zur Geschichte und zum Leben vor vielen Jahren, also vor knapp 100 Jahren. Und das ist doch durchaus erhaltenswert. Und bei den großen Bemühungen, hier schnell und zügig den verbliebenen Bestand auch noch zu sanieren, hätte man sonst in 5 bis 10 Jahren diese Beispiele nicht mehr. Also man würde diesen alten Dielenbohnen nicht mehr sehen können oder auch diesen alten Kohleofen, den wir gesichert haben, oder auch den Badeofen. Ja? Also das ist auch für viele Kinder heute nicht mehr vorstellbar, dass zum Baden erst der Ofen angeheizt werden musste. Und es war nur einmal in der Woche. Genau, das außerdem. Nicht den Tag duschen, ja. Im Übrigen lese ich nächste Woche in diesem Kindergarten für die Kinder ein bisschen kindgerechter zusammengemacht, also vor allen Dingen auch Musik dazu. Aber nicht kostümiert dann? Doch, auch kostümiert. Auch kostümiert. Die Kinder sollen ja sehen, wie die damals angezogen waren. Okay. Also das ist, denke ich, schon wichtig. Das ist nächste Woche mit den Eltern und den Kindern im Balms Kindergarten. Also das kann man dann auch so zuschneiden, dass die Jungen, die Kinder irgendwas mitnehmen für ihre Zukunft. Meine Damen, die Zeit ist leider um. Die halbe Stunde ist verflogen, wie immer, ja. Und Sie hatten Angst, was sollen wir eine halbe Stunde reden, ja. Waren Sie schon im Ottonianum, das neue Museum? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es noch nicht gehört. Dann habe ich das Passende für Sie. Ich habe hier die absolut exklusive Medaille des Ottonianums, die nur dort zu kaufen gibt. Und deshalb als kleines Dankeschön, dass wir hier Gast sein dürfen in Ottos Wohnzimmer, jetzt in der Bainsiedlung, und dass wir hier mit Ihnen gestartet haben. Schön, dass Sie die Türen für uns aufgemacht haben und schön, dass Sie zugeschaut haben, meine Damen und Herren. Sie haben es gehört, jeden Donnerstag zwischen 13 und 17 Uhr hier in der Bainsiedlung gibt es viel, viel, viel zu sehen, und es lohnt sich, vorbeizukommen. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Vielleicht sehen wir uns noch mal in der Musterwohnung. Und bis dahin, alles Gute. Vielen Dank. Ich habe noch.